Hi und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe es endlich mal wieder geschafft, wie soll ich sagen, ein Video anzufangen. Und zwar wollte ich mit euch reden über den Epilog, was geschieht nach BFA oder am Ende von BFA. Da wäre zum einen der Friedensvertrag. Wer die Kriegskampagne abgeschlossen hat und N'Zoth besiegt hat, der bekommt zum Beispiel auf dem Fraktionsschiff eine Quest, die einen zum Fraktionsanführer schickt, in Sturmwind oder Orgrimmar. Wir erfahren zum Beispiel, dass die Horde jetzt einen Rat gegründet hat, anstatt einen Kriegshäuptling zu haben. Das heißt, vier der wichtigsten Horde-Anführer sind jetzt gemeinsam dafür zuständig, die beste Entscheidung für alle zu treffen. Außerdem wird ein Friedensvertrag ausgehandelt, um den Krieg ein für alle Mal zu beenden. Also den vierten Krieg. Wer weiß, ob nicht vielleicht noch ein fünfter oder sechster kommt. Meiner Meinung nach sollte man diese ganze Fraktionsgeschichte sowieso auflösen. Aber das ist nicht meine Sache. Vielleicht kommt das noch, vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Ist unterzeichnet. Endlich. Der vierte Krieg ist vorbei. Nicht solange der schwarze Mond auf Rache sinnt und die Horde nicht für ihren Verrat gerade steht. Ihr Blutvergießen bringt die Toten nicht zurück. Wir müssen wieder hoffen und eine neue Zukunft schmieden. Und wenn uns der nächste Kriegshäuptling in den Rücken fällt, wird Hoffnung Sturmwind retten? Vertrauen ist schwer, ich weiß. Doch die Horde zeigt Zeichen der Veränderung. Der Kriegshäuptling wurde durch einen Rat unter der Führung von Bane, Thrall und den anderen ersetzt. Ich glaube, dass sie... Ihr seid sehr naiv, Löwensohn. Ich unterzeichne nichts, was nicht in Banshee-Blut geschrieben ist. Nicht Unrecht, Anduin. Heute mögen wir vom Frieden reden, doch bald wird die Horde die Kriegstrommeln rühren und losmarschieren. Und wenn es so kommt, wird ein Vertrag sie nicht aufhalten. Der Weg zum Frieden wird steinig sein und manche werden ihn meiden. Doch nur dieser Weg führt in eine bessere Zukunft. Es wird funktionieren, Gen. Muss es. Tyrande Whisperwind zum Beispiel ist überhaupt nicht erfreut darüber und bringt das auch zum Ausdruck. Und auch Gen Graumene, Anführer der Worgen, ist auf Tyrandes Seite. Und nachdem die Allianzler dem Treffen beigewohnt haben, können sie neben der Botschaft in Sturmwind von Chandris Mondfeder und Tyrande Whisperwind noch eine weitere Szene sehen. Die Nachtkriegerin Tyrande ist weiterhin natürlich super wütend auf Sylvanas und das, was sie da gemacht hat und auf die Dummheit des jungen Königs, so wie sie es ausdrückt. Sie möchte nicht, dass dieser Frieden herrscht. Sie und ihre Schildwachen werden jetzt natürlich ganz Azeroth absuchen, um Sylvanas zu finden. Und sie will wissen, wieso Elune ihre Kinder verlassen hat. Tyrande will das wissen, denn sie hat das Gefühl, Elune ist von ihrem Volk gewichen. Du warst dem jungen König gegenüber recht schroff, Tyrande. Die Kaldorei können sich keinen Zwist mit der Allianz leisten. Sie hat uns in harten Zeiten unterstützt. Der junge König ist ein Narr, Feinden zu trauen. Schroffe Worte sind noch die geringste seiner Sorgen. Die Banshee-Königin leitet die Horde nicht mehr. Ihre Nachfolger scheinen auf Frieden aus zu sein. Egal, wer den tollwütigen Wolf reitet. Früher oder später wird die Bestie ihre Zähne zeigen. Niemand liegt mir mehr am Herzen als du, Tyrande. Lass ab vom Zorn des schwarzen Mondes und kehre zum Licht der Mutter zurück. Verliere dich nicht in der Dunkelheit. Solange Sylvanas Windläufer auf freiem Fuß ist, wird meine Rachsucht nicht nachlassen. Erst muss ich begreifen, warum Elun ihre Kinder im Stich lässt. Tyrande, sag nicht solch... Ich werde diese Menschenstadt verlassen. Begeben wir uns zum Geäst von Nordrassil. Von dort werden wir die Schildwachen in alle Winde aussenden.
niemand ruht, bevor wir die Banshee finden. Dass es mit der Geschichte um Tyrande in Shadowlands weitergehen wird, wurde bereits von den Entwicklern bestätigt. Und dabei soll es auch um Elune gehen. Also wir werden auch dahingehend noch mehr erfahren. Und zusammen mit der Nachtkriegerin werden wir zum Beispiel im Gebiet von Ardenwald, der Schattenlande, einigen Geheimnissen auf die Spur gehen. Man darf gespannt sein, ob Tyrande noch ihre Rache bekommt, ob sie sich besinnt oder eventuell etwas anderes passiert. Talia und Bolva vor Dragon haben natürlich auch noch einen kleinen Auftritt im Epilog. Die Story von Talia wird zum Ende auch noch einmal kurz angerissen, nachdem diese zum Release von Battle for Azeroth begann. Auf Seiten der Allianz half Talia uns ja den Verrat, um Lady Aschenwind herauszufinden und Catherine Prachtmeer vor ihr zu beschützen, und Anduin dankte ihr später ja auch dafür und erfuhr dann, dass sie die Tochter von Bolvar ist. Der König sagte ihr damals, dass sie als Gast von ihm nach Sturmwind kommen sollte, damit sie ein wenig mehr über ihren Vater erfährt. Bisher hat dieses Treffen nicht stattgefunden, und es ist auch so, dass eigentlich ja das Versprechen gilt, nicht zu verraten, wer der neue Lichtkönig ist, beziehungsweise dass Bolvar dieser neue Lichtkönig ist. Die junge Frau steht also quasi vor der Tür, wie Anduin dann von Jaina erfährt. Doch Anduin ist sich unsicher, ob er ihr das erzählen soll, und wir können davon ausgehen, dass er das gar nicht mehr machen muss, da Bolva sich schließlich bald mit uns treffen wird, um Sylvanas aufzuhalten. Nachdem sie ihm die Krone der Dominanz entrissen hat, wie wir in der Cinematic gesehen haben, oder ich bin gespannt, ob Talia eine wichtige Rolle in Schattenlande spielen wird oder ob sie vielleicht leider, wie es bei Blizzard auch schon das ein oder andere Mal vorgekommen ist, einfach vergessen wird. Du hast mit einem Boten aus Kul Tiras gesprochen, Jaina. Ist alles in Ordnung? Nichts Besorgniserregendes. Nur ein Brief von einer gewissen Kadettin, die Sturmwind sehen und mehr über ihren Vater erfahren möchte. Talia, bitte sag ihr, jetzt ist kein guter Zeitpunkt für Besuche. Sie verdient die Wahrheit, Anduin. Von dir. Wir haben Tyrion Fordring unser Wort gegeben, das Geheimnis um Bolvars Schicksal zu hüten. Du und ich genauso. Dein Vater hat mir mal gesagt, das Schwerste an einem Versprechen ist nicht, es zu halten, sondern zu wissen, wann man es brechen muss. Bolvar war ein ehrenhafter Mann. Dass er jetzt eingefroren auf diesem verfluchten Thron sitzt und sein Leben der Zügelung dieser Monster opfert, es bricht mir das Herz. Ich ertrage es nicht, wenn Talias auch bricht. Das musst du entscheiden, Anduin. Aber wenn sie erfährt, dass wir es lange wussten, wird es sie nur noch mehr schmerzen. Eine weitere Sache im Epilog ist, dass Gallywix nicht mehr der Anführer der Goblins sein wird. Das gibt's nicht als Zwischensequenz, sondern nur als Dialog zwischen Thrall und Gutslow. Es ist so, dass Gallywix, der Handelsprinz, immer noch an Sylvanas Seite steht. Er ist mit ihr zusammengeflüchtet und wir erfahren, dass das passiert ist, und er war ja auch derjenige, der die Azerith-Waffen überhaupt gebaut hat, die die Horde im Krieg eingesetzt hat. Thrall schlägt dann vor, dass Gutslow der neue Handelsprinz des Bilgewasser-Quartells wird. Eventuell könnte es vorkommen natürlich, dass Gallywix irgendwann auch ein Raid-Boss wird. Ich hoffe es nicht. Das ist einfach schon so oft passiert und wäre ziemlich langweilig. Ich hoffe auch nicht, dass Sylvanas ein Raid-Boss wird, sondern dass sie anders in der Geschichte vielleicht stirbt oder wieder zur Gesinnung kommt, aber ich möchte sie nicht als Raid-Boss sehen. Das wäre einfach langweilig, das wäre dasselbe wie bei tausend anderen gefühlt. Erst sind sie gut, dann sind sie böse, dann sind sie Raid-Boss, dann sind sie weg. So, das hoffe ich, dass sie es nicht machen. Dann ist das Flüstern, was auch sehr interessant ist. Denn das Flüstern von N'Zoth sollte ja vorbei sein. Wir haben ihn ja scheinbar besiegt. Und es ist ja so, dass der Sprecher Magni auch sagt, dass es Azeroth wieder gut geht. Und es gibt aber ein Gespräch von Aleria und Thuralion, bei dem es darum geht, dass die Stimmen im Kopf ja leiser sein müssten bei Aleria. Aber Aleria sagt, genau das Gegenteil ist passiert und es sind neue Stimmen hinzugekommen. Ich hatte dich hier erwartet. Hier findet man dich oft, wenn dich etwas bedrückt. Vielleicht.
Vielleicht erinnern mich diese Statuen an einfachere Zeiten. Seit unserer Rückkehr nach Azeroth ist so viel geschehen. Die Wunde in der Welt. Der Krieg mit der Horde. Den Krieg begreifen wir beide. Aber ich dachte, ich hätte zwei Schwestern an meiner Seite. Stattdessen stand eine mir in der Schlacht gegenüber. Das, was von ihr bleibt. Hat der Fall des alten Gottes dir wenigstens ein bisschen Ruhe verschafft? Seine Niederlage hat dem Flüstern kein Ende gesetzt. Tatsächlich scheinen mehr Stimmen zu erklingen, wenn ich an die Schrecken denke, die er mir gezeigt hat. Ich habe sie auch gesehen, aber das hat meinen Glauben an dich nicht erschüttert. Und auch nicht meinen an dich, Liebster. Aber genug, wir haben zu tun. Wir jagen Sylvanas und lassen sie büßen. Der Lead Narrative Designer Steve Denuser hat vor kurzem in einem Interview auch gesagt, dass die alten Götter ja stark mit der Lehre verwurzelt sind und sie sind nur eine Art Befall, die von der Lehre gesendet wird. Das hatte ich auch mal in einem meiner Podcasts über die Story erzählt. Es ist so, dass die Lehre ja kein wirkliches Wesen ist, wie man sich das vorstellen kann, sondern die Lehre sieht im Vergleich zu zum Beispiel dem Licht, die nur eine Möglichkeit als die wahre Möglichkeit sieht, sieht die Lehre alle Möglichkeiten gleichzeitig. Also sie sieht sozusagen jede Art der Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart, wie sie sein könnte, mit allen Eventualitäten. So, und das kann natürlich sein, dass diese Stimmen jetzt lauter geworden sind, weil nicht alte Götter mit ihr flüstern, sondern wirklich die Lehre selbst. Und vielleicht finden wir ja auch mal die leeren Fürsten endlich. Das wäre natürlich was ganz Tolles, weil die wahren leeren Fürsten, also die noch über allem anderen stehen, die sozusagen das Gegenstück der Titanen sind, nicht so leeren Fürsten, wie man sie halt im Spiel schon gesehen hat. Die heißen leider so, aber das ist einfach doof übersetzt oder übersetzt, bevor die Story jetzt richtig sich zu Ende entwickelt hat. Und ich hoffe, dass das vielleicht auch kommt und mal schauen. Vielleicht ist En'Zoth auch wirklich nicht richtig tot nach dem Ende, man weiß es nicht. Und wir dürfen gespannt sein, was denn da noch auf uns zukommt. Noch etwas ist natürlich wichtig, und zwar die Zukunft der Untoten. Immerhin haben sie Sylvanas als Anführerin verloren. Ja, jetzt brauchen sie ja einen neuen Anführer. Wer könnte das sein? Gute Frage. Am Ende der Geschichte rund um die Untoten könnte man überlegen, ob vielleicht Kalia Menethil und Derek Brachtmeer damit zu tun haben. Denn Sylvanas hat ja Derek Brachtmeer als Untoten wiedererweckt, aber er hat sich ja nicht der Horde angeschlossen, sondern er ist ja von Bane Bluetooth dann zurückgebracht worden zu Jaina, um wieder zur Allianz zu kommen. Gleichzeitig gibt es ja noch Kalia Menethil, die Schwester von Arthas Menethil, die ja eine Priesterin wurde, aber auch eine Untote ist. Die einzige, die es so weit gebracht hat, wirklich hoch im Rang der Priester zu kommen. Sie selber ist Teil der Story von Legion bei den Priestern und auch am Anfang von BFA. Ich muss zugeben, ich habe die Story selber nicht gespielt, die müsste ich nochmal nachholen. Und das ist so, dass die Untoten haben keine eigene Stadt mehr. Die Untoten haben die Benji-Königin nicht mehr und sowieso ist ihr ganzer Ruf eigentlich zerstört. Und auch Lillian Voss fragt sich, wer könnte das werden? Sie selber wüsste jemanden und das könnte Kalia Menethil sein. Ich hoffe, es sind nicht nur Kalia Menethil oder es ist nicht nur Kalia Menethil, sondern ich hoffe, dass es beide werden. Also Kalia und Derek. Wir dürfen gespannt sein. Es gibt auch eine Quest von Lillian Voss auf dem Schiff von Dazar Alor und von Jaina die Quest auf dem Schiff von Boralos. Und dazu muss man aber halt die komplette Kriegskampagne gespielt haben. Und dann gibt es auch eine kleine Videosequenz dazu. Mal sehen, was kommt. Vielleicht ein erstes Liebespaar als Anführer der Untoten. Dass ihr gekommen seid, Jaina. Ich wollte, dass ihr beide wisst, dass ich Kul Tiras verlasse. Ihr verlasst uns? Warum? Lillian Voss von den Verlassenen hat mir einen Brief geschickt. Sie bittet um meine Hilfe. Was? Ich habe Berichte über die Verbrechen gelesen, die sie für ihren Kriegshäuptling begangen hat. Was will sie
Reich. Die Verlassenen haben ihre Königin verloren. Viele wurden schon zum zweiten Mal verlassen. Sie fühlen sich verloren. Allein. Aber Kalia, nichts davon ist eure... Sie sind mein Volk, Jaina. Mein Vater gab alles für Lordaeron. Ich möchte ihn ehren und mich des Namens würdig erweisen, mit dem ich geboren wurde. Des Namens Menethil. Gut. Wann brechen wir auf? Das kann ich nicht von euch verlangen, Derek. Kul Tiras ist euer Zuhause. Ich werde immer ein Prachtmeer sein. Aber ich habe mich verändert und es ist Zeit zu sehen, wohin die Flut mich trägt. Ich verstehe. Aber ich werde euch beide vermissen. Kommt, Mutter und Tandred verzeihen es mir nie, wenn ich euch nicht gebührend verabschiede. Und weiterhin zum Epilog gehört auch das Buch, das erscheinen wird, und zwar Shadows Rising. Shadows Rising ist das Buch, das die Lücke schließen wird zwischen BFA und Shadowlands. Und dort wird es unter anderem auch darum gehen, ich werde uns alle befreien.